Hallo, meine Damen und Herren. Das Major Update ist da. Was alles neu ist und wie meine Picks sein werden, zeige ich euch jetzt. Let's go. Sorry, Leute. Leider kein GTA. Über den Update-Blog gehen wir gleich drüber. Da gibt es ein paar wirklich extreme Änderungen. Zuallererst aber Pick-Ems. Nachdem ihr euch den Pass gekauft habt, das geht direkt hier hinten dran. Könnt ihr auf Activate Pass Now drücken und schon habt ihr den Pass aktiviert. Ich habe jetzt hier die Kupfermünze und 3 Tokens, weil ich mir das größere Paket geholt habe. Bei dem Pass habt ihr einmal eine 10€ und eine 17€ Variante. Hier liegt der Unterschied nur bei diesen 3 Tokens. Bei der einen Variante habt ihr die nicht und bei der teureren habt ihr die 3 Tokens mit dabei. Denkt daran, dass 50% des Pass-Einkaufpreises an die Teams gehen. Ich mache jetzt gleich die Pick-Ems. Hier gibt es die Opening Stage, die Elimination Stage und die Playoffs. Und für jede Stage, die wir hier richtig machen, bekommen wir weitere Tokens. Mit den Tokens kann man dann Souvenirpakete öffnen. Ich habe hier zum Beispiel noch 2 vom Kopenhagener Major, da kann man dann einfach draufgehen, Unlock und da kannst du die ganze Sache öffnen, brauchst keinen Schlüssel mehr. Man wird sich die Pakete aber auch einfach kaufen können, wie man hier sehen kann. Also für 2,85 kann man da auch reinkaufen. Sobald ihr euren Viewerpass aktiviert habt, könnt ihr einfach auf Choose Team gehen und euch hier ein Graffiti aussuchen, dass ihr dann die ganze Zeit ohne Ende, also es gibt keinen Cap, sprühen könnt. Ich gehe jetzt also an die Erstellung der Picks. Ich habe hier Tipps bekommen von Sanse, Chimie und Azkaban. Ihr wisst, ich kenne mich mit den Teams nicht wirklich aus, ich weiß auch nicht, wie die Spielhistorie ist, deswegen lasse ich mich meistens von meinen Leuten einfach beraten. Und darum sehen meine Picks wie folgt aus. Dann haben wir noch die Virtus-Leute, Furia und die Cloud9. So, Safe Picks, zack. Und das sind meine Picks für die Opening Stage. Die könnt ihr jetzt gerne übernehmen oder in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, wie eure Picks sein werden und so weiter und so fort. Über die letzten paar Major haben wir leider feststellen müssen, dass Erfahrung auch nicht immer ausreicht. Mitunter spielen die Teams absolut wirr und es passiert was, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Und dann liegen irgendwie ultra viele Leute falsch. Das ist jetzt auf jeden Fall hier erstmal meine Prediction für die Opening Stage. Falls diese sich verändern sollte, werde ich meine geupdateten Picks in die Videobeschreibung schreiben. Mit einem Datum und der Uhrzeit, wann ich das geändert habe. Und natürlich dann halt was zu was. Was übrigens auch Major-bezogen hinzugekommen ist, ist dieses Music Kit. Mit sehr besonderen Klängen. Und ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das das allererste Music Kit für ein Major gewesen sein könnte. Ich habe die letzten paar Major ja auch alle mit Videos eben so durchgedödelt. Und ich meine, da kam nicht extra ein Music Kit dazu. Die kam eigentlich immer separat und dann eben auf andere Dinge bezogen, beziehungsweise von anderen Künstlern. Jetzt kommen wir noch geschwind zu dem Update-Blog. Das hier oben habe ich ja eben schon angesprochen. Hier gibt es noch eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe. Ihr könnt diese Pick-Ems, so wie beim letzten Major, auch kostenlos machen. Also ihr müsst euch den Pass nicht kaufen. Ihr könnt trotzdem einfach reinpicken. Ihr bekommt dann halt aber keine Tokens dafür und ich nehme an, auch keine Coin. Das haben wir eben auch schon abgehakt. Und jetzt kommen wir zuallererst zu dem Punkt. Und der ist, also ich finde ihn insane. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, jede einzelne Kiste, die bis jetzt released wurde, zu mieten. Genauso wie es bei der Kilowatt Case möglich war. Und das, oh, weiß ich nicht. Wenn euch jetzt zum Beispiel die Gallery Case sehr gut gefällt, also die Skins darin, dann könnt ihr entweder öffnen, so wie die ganze Zeit, und bekommt dann einen Skin daraus, wahrscheinlich Trash. Oder ihr geht auf Open to Rent und jetzt habe ich alle Skins aus diesem Container für eine Woche, also für 7 Tage. Ihr seht hier in meinem Inventar habe ich jetzt ganz viele neue Skins. Ihr könnt jetzt auch hier oben auf Rentals gehen und dann seht ihr halt eure gemieteten Skins. Also ich kann jetzt einfach diese M4 nehmen, ausrüsten und damit spielen. Jeder kann die sehen. Das ist, wie gesagt, seit der Kilowatt Case möglich. Was damals noch nicht möglich war, war, dass man sehen konnte, ob jemand gerentete Skins gerade spielt oder nicht. Ich hoffe, das wird noch hinzugefügt. Jetzt rüste ich mir die M4 zum Beispiel aus und die Glock auch und werde die dann später um 18 Uhr im Stream ein bisschen zocken. Und apropos Livestream, vergesst das Glove Giveaway dort nicht auf Twitch. Einfach rüber. Der Link steht in der Videobeschreibung. Wir streamen 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ich finde, dass das hier eine der größten Änderungen neben dem Major ist oder eigentlich sogar noch etwas größer als das Major ist, weil das die gesamte Economy, denke ich, nochmal ein bisschen shiften wird. Ich werde darüber natürlich noch ein eigenes Video machen, aber ich kann hier schon mal folgende Frage stellen. Wie stark, glaubt ihr, werden sich die Kistenpreise dadurch ändern? Wenig, gar nicht oder sehr? Haut in die Kommentare, damit ist dann auch gleich wieder das YouTube-Giveaway mit verbunden. Sodele. Des Weiteren kamen hier 2 Gameplay-Changes und zwar einmal SV Quantize Movement Input. Dieses Setting wurde hinzugefügt und ist standardgemäß an. Und das hält Spieler davon ab, ihr Movement, ihre Bewegungen zu quantifizieren. Also praktisch einen Controller zum Beispiel vorzugaukeln, nur teilweise zu laufen, also x Prozent. Auf Konsolen kann man das ja machen, indem man halt nur so ein bisschen nach vorne lenkt und nicht volle Pulle. Auf der Tastatur hast du ja halt meistens 0 oder 100. Man konnte die ganze Sache aber umgehen und auch auf der Tastatur
in quantifizierten Einheiten eben arbeiten und zum Beispiel nur 50% in den Lauf reinstecken. Das wird nun hiermit verhindert. Und ein Fall wurde gefixt, in dem Waffen verschwunden sind, wenn man sie auf den Boden geworfen hat. Die Annotations wurden auch weiter verbessert. Ich habe euch dazu ein ganzes Video gemacht, das ist hier auch irgendwo verlinkt. Da habe ich euch gezeigt, wie man eigene Annotations herstellen kann. Hier wurde eben noch einiges hinzugefügt. Zum Beispiel wurde das Note Limit jetzt von 100 auf 300 erhöht. Nice. Über den ersten Punkt bei Misk haben wir bereits gesprochen. Hier beim nächsten Punkt wurde den Regeln noch etwas hinzugefügt, das bei der Diagnose hilft. Ein Chatfix wurde gedrückt und eine Referenz wurde hinzugefügt. Und hier unten bei Maps sieht man, dass Train und Basalt auf die aktuellsten Versionen gebracht wurden. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht der Erste, der hierzu berichtet hat, weil ich heute Nacht geschlafen habe. Wahnsinn. Ich gehe einmal 6, 7, 8 Stunden früher ins Bett als sonst und schon wird hier sowas gedroppt, wobei wir damit ja alle auch gerechnet haben. Also ja. Und weil euch das letzte Late Giveaway so gut gefallen hat, hauen wir heute direkt wieder eine raus. Die gewinnt ihr, wie gesagt, wenn ihr die Frage von vorhin im Video beantwortet. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend ab 18 Uhr wieder im Livestream live mit Zocken, Giveaways, Pipapo und Dirum Larum. Und hier natürlich auch vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Haut rein, bis später. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.